Ja, herzlich willkommen heute hier zum zweiten Teil der Leberentspannungsserie. Es geht darum, 3 Tage für deine Leber etwas Gutes zu tun, 3 Tage eine Leberentspannungskur zu machen. Und gestern im ersten Teil hatten wir bereits die Ernährung, was du genau isst in dieser Zeit. Und das ist aus meiner Sicht auch die wichtigste Säule. Als zweite Säule, natürlich auch sehr, sehr wichtig, sind Qigong-Übungen. Welche Qigong-Übungen passen gut dazu, zu dieser Thematik Leberentspannung? Und da würde ich dir empfehlen, dass du Folgendes machst, und zwar zum einen die Reinigungsübung, dass du die 1 bis 2 Mal am Tag machst. Also entweder machst du 1 oder 2 Qigong-Einheiten am Tag. Nicht mehr und nicht weniger. 1 oder 2. Kannst du dir selber auch von Tag zu Tag aussuchen. Und dabei machst du dann in jeder Einheit die Reinigungsübung 7 Mal. Wenn du die Übung nicht kennst, hier auf diesem Kanal im Suchfeld kannst du eingeben: Reinigungsübung 4K. Und dann kommst du genau zu der Anleitung der Reinigungsübung komplett. Oder auch im 15-Tage-Gratiskurs. Unten in der Beschreibung habe ich dir den Link reingepackt. Da sind alle 5 Übungen des Wudang Qigong, die du gratis lernen kannst, darunter auch die Reinigungsübung. Aber wenn du sagst, ich will erstmal keine 5 Übungen, ich will nur die eine Übung, die ich brauche für die Leberentspannungstage, dann findest du die auch gesondert unter Reinigungsübung 4K hier auf diesem Kanal. Diese Übungen, wie gesagt, das sind ja 7 Durchgänge eines Bewegungsablaufes und das machst du 1 oder 2 Mal am Tag. Und dazu kommt noch Folgendes. Das heißt, du machst die Reinigungsübung 7 Mal, 7 Mal und danach, normalerweise im Sitzen, dann kannst du dir einen Stuhl hinstellen. Das heißt, du hast, gehen wir mal davon aus, die Übung im Stehen fertig gemacht. Reinigungsübung, 7. Durchgang fertig. Danach setzt du dich hin auf die Stuhlkante, Rücken nicht angelehnt, wie man sieht, und nimmst die linke Hand auf deinen Leberbereich. Und nicht jeder weiß, wo die Leber ist. Du fühlst mal hier von der Mitte deiner Brust runter den untersten Rippenbogen nach unten entlang. Du greifst unter den untersten Rippenbogen drunter. Und genau diese Linie hier in der Seite, da liegt die Leber. Und da legst du deine linke Hand drauf und die rechte Hand nach hinten auf den unteren Rücken. Da, wo es sich richtig, wenn du fragst, wo exakt, da, wo es sich für dich am richtigsten anfühlt, wenn man sagt unterer Rücken und du denkst, ah ja, hier, da fühlt es sich richtig an. Und in dieser Haltung bleibst du aufrecht ungefähr 7 Minuten. Entweder du stellst dir eine Uhr oder du machst es nach Gefühl. Ich würde dir aber empfehlen, die ersten Male ruhig mit einer Küchenuhr oder einem Timer die Zeit zu nehmen, weil manchmal kommt einem 1 Minute vor wie eine Stunde und dann ist es schon wichtig, dass du ungefähr 7 Minuten auch wirklich diese Übung praktizierst, ausübst. Und in dieser Haltung dann mit geschlossenen oder halbgeschlossenen Augen sitzen und wirken lassen. Einfach sitzen und wirken lassen. Und jetzt kommt der Turbo, was du dabei machen kannst noch. Option A ist die Faust hinterm Rücken mit dem Einatmen. Es ist eine lockere, geschlossene Faust. Mit dem Einatmen so 30% unter Spannung setzen und mit dem Ausatmen wieder locker lassen. Mit dem Einatmen 30% unter Spannung, mit dem Ausatmen locker lassen. Die vordere Hand bleibt einfach hier drauf. Diese Übung und danach kannst du entweder dich zum Abschluss, du hast also die Reinigungsübung, dann jetzt diese Leberhaltung dazu gemacht. Danach kannst du entweder in die Kaiserhaltung gehen, diese Haltung und noch ein bisschen nachspüren für 1 Minute oder auch zum Einsammeln in diese Haltung gehen und nachspüren für 1 bis 3 Minuten. Dieses Übungssystem ganz speziell für die Leber empfehle ich dir in dieser Zeit der Leberentspannungstage, wenn es dir danach
steht, kannst du zusätzlich natürlich auch noch Meditationseinheiten einbauen, um das Ganze zu intensivieren, wenn du wirklich noch mehr in die Tiefe gehen willst. Aber so alltagsbegleitend, so normales Wochenende mal für zwischendurch, sind diese 1 bis 2 Übungseinheiten am Tag sehr gut geeignet, um diesen ganzen Prozess zu unterstützen. Morgen im letzten Teil unserer Serie gibt es dann noch ein paar kleine Tipps und Tricks für die Leberentspannungstage, damit du dann auch wirklich loslegen kannst. Bis dann. Ciao.